Diana, wo bist du denn her nochmal? Bitte? Lieber Florian. Liebe Diana. Was ich dir schon immer mal sagen wollte. Und ich finde, jetzt ist der richtige Moment gekommen. Endlich? Nein. Genug von mir. Wie findest du mich denn? Den Witz wollte ich auch raus. Diana, ich habe tatsächlich eine wirklich ernsthafte Frage. Erinnerst du dich noch an die erste Szene mit mir? Wie war das für dich? Zum ersten Mal ein anständiger Partner. Das war beim Casting. Und ich habe gedacht, das kann nicht deren Ernst sein. Diana, wie kommt es denn? Wie fühlst du dich wohl in Krankenhäusern? Ja, doch, schon sehr. Also ich finde halt so die Arztserie sehr passend. Das ist so gemein. Ich mag nicht so wirklich so OP und so. Also heute ist es nicht unbedingt einer meiner Lieblingstage, weil wir operieren. Wenn du dir einen Mann backen könntest aus den verschiedenen Männern bei Doctor's Diary, welche Zutaten würdest du von wem nehmen? Was würde für dich den perfekten Mann ausmachen? Die Schlagfertigkeit von Marc Meyer. Die liebevolle, ja, vertrauensvolle Umgangsart von Medi. Und das Geld von Alexis. Das Geld von Alexis. Also für mich ist Schwester Sabine ja total, total wichtig. Es ist für Annette manchmal nicht so angenehm, weil sie so den Part des Unterwürfigen ja mir gegenüber übernehmen muss. Aber sie ist so irgendwie der Knochenleim hier zwischen den Geschichten. Diana, was ich echt witzig finde, ist zum Beispiel, dass man ja, wenn man hier irgendwas im Krankenhaus angefasst hat, wie zum Beispiel in dem Boden. Setz dich hin. Es funktioniert immer. Und damit unterhalte ich mich den lieben langen Tag. Entweder ich lese einsame Insekten von der Wand auf, die sich hier gerne mal tummeln. Oder ich sag nur, ich habe ein Insekt in der Hand und mach so. Das ist Mikro nicht mehr in die Hand. Mann, ich versuchte hier, weißt du, ich erzähle gerade, was für ein toller, großartiger Partner du bist. Ja, auf jeden Fall bin ich froh, dass ich nicht original mit Flo in eine Klasse gegangen bin. Ich glaube, das wäre mein Albtraum gewesen. Ich glaube, schlimmer als Gretchens Albtraum.